bin aber der Meinung, dass wenn Verträge entwickelt werden, die sagen, wir entmachten die Mitgliedstaaten, wir bauen ein zentralistisches Europa unter völliger Ausschaltung des Einstimmigkeitsprinzips in den wichtigen Fragen, dass man dann die Österreicher fragen müsste, ob sie in so einem Europa Mitglied sein wollen. Denn der Beitritt zur Europäischen Union geschah ja dann unter anderen Voraussetzungen. Es war bei uns ein ganz wichtiges Versprechen, dass wir als kleines Land auch aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips in wichtigen Fragen mitentscheiden können. Und dann wäre das ein anderes Europa. Und dann müsste man nochmal fragen, wollt ihr in einem zentralistischen Europa auch Mitglied sein? Das kann durchaus mit Ja ausgehen, aber die Frage muss man stellen. Eine Katze, die ist mir ein bisschen beleidigt, weil es ein Hund da ist. Das ist auch, gar nichts mache. Und ich habe heute noch nichts gemacht. Wesentlich ausgeglichener und glücklicher bin ich so eine Stunde am Tag. Was passiert, wenn die Türkei Mitglied der Europäischen Union wird? Auch das wäre ein völlig anderes Europa und ich glaube, das könnte die Europäische Union nicht leicht verkraften. Ich bin für eine privilegierte Partnerschaft mit der Türkei, mit enge wirtschaftliche Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen, aber für mich ist die Türkei kein Land, das europäisch ist, mit wenigen Quadratkilometern Ausnahme. Macht es ja auch. Aber die Sicherheit, ja. Die müssen dann seine Fäkalien ins Wohnzimmer positioniert. Ich glaube fest daran, dass die Verantwortungsträger in der Europäischen Union und die Mitgliedsländer daraus gelernt haben und es doch sehen, wie kritisch eine solche Entscheidung auch sein kann. Also ich glaube hier an eine heilsame Wirkung und vielleicht kann sogar die Europäische Union aus dieser Krise gestärkt hervorgehen, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft und wenn die richtigen Persönlichkeiten auch Verantwortung haben. Wenn es nicht funktioniert, mein Gott, dann gibt es andere Dinge im Leben. Juncker ist für mich nicht jemand, der in der jetzigen schwierigen Phase dieses wichtige Amt innehaben soll. Also ich sehe das ähnlich wie, ich glaube, Merkel hat sich offenbar auch schon geäußert. Juncker vertritt auch für viele Bürger nicht das Bild der Europäischen Union, das wir wünschen. Also dieses nicht ernsthafte Auftreten, ja, dieses auch Staats- und Regierungschefs ohrzufeigen, ja, wenn sie auftreten. Er muss sich doch im Klaren darüber sein, welche hohe Verantwortung er trägt in dieser Funktion. Und da kann ich nicht den Pausenclown machen, das geht einfach nicht. Ist das nicht